So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das Muttertier sitzt gerade hinter mir, isst gerade Burger, Schottland Burger. Ein Blick in die Zukunft oder nicht? Ich weiß nicht, wann das kommt, aber ich habe gerade Schottland Burger getestet, habe jetzt Durst, möchte noch eine Prime Sorte probieren, die ich noch nicht kenne, die ich mir bestellt habe, aber über eBay Kleinanzeigen hat da jemand ein paar Exemplare gehabt von diesem UFC 300 Prime. Eine schwarze Flasche mit roter Schrift, ach, mit goldener Schrift, die rot umrandet ist. Hinten drauf ist hier auch mit roter Schrift versehen. Da steht eigentlich wieder mal nichts Deutsches drauf, aber hier ist ein Etikett drauf geklebt. Ich kann euch jetzt also nicht sagen, wonach das schmeckt. Von der Verpackung her, man muss das wirklich dann ausprobieren. Bei anderen steht ja hinten drauf mit Himbeergeschmack, mit Erdbeergeschmack, mit Zitronengeschmack oder so. Hier, das ist eine, die es bei uns nicht gibt. In Amerika gibt sie, glaube ich, einfach ganz normal im Handel. Steht die rum, tonnenweise, die Prime UFC 300. Ist wieder ein Hydration Drink und hier steht, jetzt muss ich mal kurz gucken, das Prime Hydration Drink UFC 300 enthält keinen Zuckerzusatz und ist kalorienarm. Wobei die volle Flasche nur 20 Kalorien enthält. Das Getränk enthält 10% Kokoswasser. Es enthält Antioxidantien und Vitamin B. Sein kräftiger Geschmack löscht den Durst und hilft, neue Energie zu tanken. Das Getränk ist gluten- und kalorienfrei. Also erst ist es arm und dann ist es frei. Das ist ja schon wieder, was da jetzt genau drin ist, steht nicht da. Einfach immer nur 10% Kokoswasser, genau. So, das wollen wir jetzt aufmachen. Guckt es euch doch nochmal an. Ich will ja alle Prime-Flaschen sammeln. Das hat halt wieder diesen hässlichen Ami-Boden. Vielleicht gibt es das irgendwann auch mal bei uns mit einem richtigen schönen Boden, dann kann ich die austauschen. Das ist Prime UFC 300. Das heißt, ich mache das jetzt auf. Ich probiere kurz an der Flasche, dann schenke ich es mir ein. Dann schacke ich das weg, aber das ist das Glas vom Muttertier. Die möchte nämlich, dass ich hier auch mal ein Sprutz einschenke. Wir testen jetzt direkt aus der Flasche, aus dem Kühlschrank und boah, sieht irgendwie stark aus, oder? Es gibt ja wahrscheinlich auch ein WWE Prime von WrestleMania 40, aber da ranzukommen, nee, vielleicht in 10 Jahren. Jetzt also erstmal das probieren. Jetzt habe ich dran gerochen, es riecht wieder einfach wie so eine Magnesium-Brausetablette. Oh, im Endeffekt schmeckt es genauso wie alles andere und die denken, die Deutschen merken ja nicht, dass wir hier das verkaufen. Und die denken hier, wir verkaufen dort eine besondere Sorte, dabei ist alles dasselbe, nur immer in anderen Verpackungen. Kann ich gerade wieder gar nicht zuordnen. Ich hätte erst gedacht, es hat irgendwie eine Art Zitrusnote vielleicht, bisschen was Säuerliches, aber nicht zu sauer. Dann geht es in eine andere Richtung rein. Dieses, ja, so ein bisschen trotzdem brausetablettenmäßig aufgelöst, aber nicht so chemisch wie sonst. Also irgendwie ist es okay, aber ich habe schon bessere gehabt von Prime. Ich habe auch schon schlechtere gehabt. Es ist jedes Mal wieder ein Highlight, eine Flasche Prime zu testen, du weißt nie, was du hast. Die meisten schmecken komisch, dann hast du plötzlich mal eins dabei, wo du sagst, wow, was ist das denn? Das ist auch Prime, das schmeckt ja richtig gut. Dann hast du welche dabei, die bewegen sich so in den Grauzonen dazwischen irgendwo. Da würde ich das jetzt einschätzen, also. Es schmeckt irgendwie wie Brausetablette, aber nicht ganz so schlimm wie Brausetablette, aber auch nicht so schön lecker fruchtig, wie ich das jetzt von anderen Sorten hatte. Aber die Flasche soll auf jeden Fall in die Sammlung. Es sieht ja auch aus wie, guck mal hier, so Zink, Zitrone, da schwimmt Zeug drin rum, also das ist auch alles ein bisschen trüb. Das wird schon so irgendwas sein, so vitaminmäßig, wahrscheinlich lösen die einfach die Dinge aus der Apotheke auf, verkaufen das in den Flaschen, also das, wo du so Brausetabletten kriegst, ja, für 1 Euro 20 Stück und dann machen die 20 Flaschen draus und verkaufen die jeweils für 8 Euro und dann machen die Gewinn. So wird es sein, das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, wir müssen das noch wegtrinken, was schlecht ist mit Halsschmerzen und Schnupfen, aber ich habe Geschmack, keine Sorge, es schmeckt so, wie es schmeckt, das merke ich schon raus.
Also irgendwas Zitroniges ist da auf jeden Fall dabei. Oder was Limettiges, aber eigentlich ist es ganz angenehm. Also ich glaube, das würde ich sogar freiwillig nochmal trinken, aber komme ich jetzt nicht mehr ran. Das Muttertier probiert auch gleich und wie sie es schmeckt, werdet ihr wohl nie erfahren. Oder ich schneide es noch ran. Komm hier, ich schnapp mir jetzt hier das Glas. Ich hab dir doch eh eingeschenkt. Doch, hier, trink mal kurz das Teil aus. Du bist jetzt der Gast, ne? Damit du mir mal sagst, wie das schmeckt. Es ist halt wieder was ganz anderes als Gönnergy, weil Gönnergy ist ja Energy und ist ja auch mit Kohlensäure. Das ist Wasser. Das ist Kokosnuss. Mit Zitronenwasser. Also Zitronenwasser? Zitrone. Siehst du? Du wurdest nicht bezahlt für diese Aussage. Du schmeckst da auch Zitrone. Ja. Vom Prime gibt es ja ein grünes, das ist eigentlich Lime. Das müsste man mit dem wahrscheinlich nochmal vergleichen, aber irgendwie ist das trotzdem anders. So. Ja, aber es schmeckt aber auch nicht. Also es ist nicht Molly. So widerwärtig wie manches. Molly! Also es geht eigentlich. Geht eigentlich. Ja, das geht. Seht ihr, das ist das Wort zum Sonntag. Es geht eigentlich. Nur, dass du hier nicht an das UFC 300 Prime rankommst, weil das geht eigentlich. Wir kriegen nur die ekligen Sorten. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.